Okay, ich habe es mir überlegt. Es steht fest, ich werde jetzt meinen Bulli jetzt lackieren nochmal. Ich bin voll motiviert und wie es dazu kam, erzähle ich euch mal jetzt. Ich habe erstmal so eine Woche Urlaub gemacht. Den habe ich wirklich bitter nötig gehabt. Nachdem die ganze Entmutigung und die ganzen Fehler hier passiert sind, mit meiner Familie einfach weggefahren. So also eine kleine Offroad-Tour mit meinen Kindern gemacht, um sie einfach so, ja, einen Geschmack zu kriegen, ne? Die sind sowieso Offroad begeistert, aber jetzt noch mehr. Und dann bin ich nach Hause gekommen und habe nochmal lackiert die Außentüren und es ist wirklich schrecklich geworden. Wieder. Ich war so enttäuscht, ich hatte keinen Bock mehr, echt. Ich habe dann eine Lackiererei angerufen und gesagt, du, ich habe keinen Bock mehr. Nimm meinen Bus, nimm meine Türen. Ich habe hier Farbe noch über, mach das. Ich will nicht mehr. Und der so, du Mensch, was ist los, Nico, mit dir? Wir kannten uns ein bisschen. Von meinem Freund, dessen Bulli hat er komplett lackiert. In 1A-Zustand übrigens. Und dann ist er zu mir nach Hause gekommen und sagte, du Mensch, ich finde das so gut, das Projekt, was du hier machst. Wirklich, war er begeistert. Und dann fing der an, ne? Zeig mal deine Lackierpistole. Ich habe sie gezeigt. Er stellt ihr ein, macht zur Luft, sagt, tsch, okay, das ist ungefähr 2 Bar, tsch, das hier und da, alles eingestellt, so, also halt ein Profi, ne? Ich bin echt begeistert. Also vorher hatte ich einen kleinen Strahl gehabt, als ich lackiert habe, und jetzt hat er die eingestellt, jetzt hat sie schönen breiten Strahl und echt super. So, dann ging es weiter. Wie machst du das? Wie hast du sauber gemacht? Wie hast du es genau gemacht? Womit hast du es gemacht? Und, und. Also so viele Tipps bekommen, dann hatte ich noch ein paar Fragen. Also komm zu mir, Lackiererei, schau dir das alles an. Ich bin dahin, ich bin hinter seinem Lackierer hergelaufen, habe mir alles angeguckt, wie er lackiert. Also wirklich. Der hat mir so viele Tipps gegeben. Danke nochmal an Michael Klarhorst. Ich bin begeistert. Warum erzähle ich euch das? Nicht damit ihr dann gleich zum Lackierer läuft, zu dem Michael Klarhorst und sagt, Mensch, wie machst du das? Wie machst du das? Kann ich mitlaufen? Zeig mir das mal. Sondern er war auch, also 2019, dieses Jahr, haben zwei Freunde von mir ihren Bulli T3 lackieren lassen. Einmal mein Verwandter und der hat es schwarz gemacht. Das war gut, würde ich halt niemals machen. Der hat es schwarz machen lassen und da, wenn man drunter guckt irgendwo, dann sieht man, okay, bis dahin haben die lackiert und da haben die abgeklebt, da nicht. Man sieht alles. Ne? Dem war es auch egal. Ist halt ohne Rechnung, sieht halt ganz anders aus. Und da kann man nichts mehr machen dagegen. Dann mein Freund, der hat es auch lackieren lassen und der hat das natürlich nicht schwarz gemacht, aber der hat den Bulli bekommen und der sah, die Fugen, alle Fugen sahen schrecklich aus, wirklich. Und dann haben die es neu gemacht. Ich glaube, die haben noch ein zweites Mal die Fugen nochmal neu gemacht oder ein drittes Mal. Auf jeden Fall, die haben es nicht hinbekommen, warum auch immer. Und dann hat er gesagt, zum Glück, der Chef gesagt, du weißt ja was, zerreiß die Rechnung, such dir eine andere Lackiererei. Und dann ist er zu dem Michael Klarhaus gefahren und der hat es echt super gemacht. Der steht jetzt fertig da. Sieht einwandfrei aus. Wir sind begeistert. Und wenn jemand keine Lackiererei kennt, die damit Erfahrung hat und die wirklich, wirklich gut ist und sich da auch gut auskennt, dann könnt ihr euch da melden. Also da stehe ich wirklich voll hinter, dass die wirklich vernünftig ist. Echt super. Genau. Also ich brauche hier ungefähr draußen 10 Grad, damit ich das hier so auf 23, 24 Grad kriege, dann werde ich lackieren. Der ist soweit angeschliffen. Ich werde jetzt noch das abkleben und dann warte ich auf ein warmes Wetter. Das heißt, erstmal kommt wahrscheinlich ein Video, ein kurzes Video, wie ich dann noch was geschweißt habe, was ich eigentlich später machen wollte, aber jetzt war einfach die Zeit da. Und dann werde ich lackieren und euch das zeigen. Und ich werde mir echt Mühe geben, so wie ich das von dem Lackierer die Tipps bekommen habe, weiterzugeben. Aber ich kriege es natürlich nicht annähernd so hin und habe natürlich leider auch hier und da was vergessen. Aber ich gebe mir Mühe. Also ich bin gespannt. Okay, macht's gut.